Auf der gestrigen Runde in der Salsa waren drei Punkte, die immer hochkamen, und die können wir gleich trainieren aus Stationstraining. Und ich fange erstmal mit dem Ausholen. Und was man sehr oft gesehen hat, ist, dass der Golfer so gestartet hat, sah alles super aus, mit wenig Handgelenk. Und dann ging es weiter und weiter und weiter. Und dann oft wurde geknickt mit dem Handrücken, mit dem Ellbogen. Und was passierte dann? Die Schlagfläche wurde offen oder geschlossen. Die ganze Kontrolle wurde dabei verloren. So, ich würde gerne, dass fünf von euch gleich das macht. Schaut bitte, wie früh ich winkele. Ich habe nicht mal meine Arme 30 cm zur Seite bewegt und ich habe schon diesen Winkel. Und guck mal, wo der Schlägerkopf ist. Der ist schon da. Was bedeutet, dass ich gar nicht weit ausholen muss. Wenn ihr die Profis schaut im Fernseher, werdet ihr sehen, dass der Rückschwung nie viel länger als das ist. Aber wir sind da, da. Überflüssig und wir verlieren Power. Okay, so ihr müsst bitte trainieren, gleich zu winkeln. Sofort. Und dann einfach von da ein bisschen mit euch drehen, bis ihr eure linke Schulter küssen könnt. Und das ist dann ein Zeichen, dass ihr schlagen könnt. In Ordnung? Gibt es eine Frage? Nächster Punkt. Und bitte, das ist so wichtig. Das ist der Rhythmus. Und was ist Rhythmus? Rhythmus ist Timing. Rückschwunggeschwindigkeit verglichen zu Abschwunggeschwindigkeit. Und ich möchte, dass ihr verschiedene Rhythmen probiert. Und die Rhythmen, die ihr probieren solltet, sind Nummer 1, langsam auszuholen und dann schnell runter. Ich denke, viele von euch wollen das tun, oder? Das ist so ein Wunschrhythmus. Das Problem aber damit ist, wir holen langsam aus und dann beschleunigen wir zu früh. Und dann passiert das. Und dann gute Nacht. Dann wird der Abschwung zu steil und der Ball slicen alles schlimmer. So, macht es lieber so. Langsam, langsam. Und dann kommt Power. Er ist da irgendwo. So, nicht langsam, schnell. Ihr langsam, langsam, schnell. So, ich werde jetzt das denken. Wahrscheinlich werdet ihr sagen, Wohn, du hast so schnell geschwungen gerade. Aber mein Gedanke war langsam, langsam. Und was bringt dieses langsam beim Start des Abschwunges? Ich senke die Arme und dann komme ich in die Powerzone. So, bitte meckere mit mir, wenn ich zu schnell bin. Ich werde langsam, langsam schnell denken. Ich möchte gerne, dass ihr auch gleichmäßig Rhythmus trainiert. Das heißt, 1, 2. So, da gibt es keine Beschleunigung. Ihr müsst bitte entscheiden, ob ihr langsam, langsam schwingt oder schnell, schnell. Ich mache langsam, langsam. Gestern waren wir beim Ernie Els Winery und so hat Ernie Els früher geschwungen. Er hat die Bälle ewig weit geschlagen, hat aber sich sehr langsam gedreht, mit sehr, sehr lockeren Händen. Und dann gibt es manche von euch, die 200 auf der Autobahn fahren. Ihr seid bestimmt keine langsam, langsam Typen. Dann sollt ihr gar nicht versuchen, so zu schwingen. Dann schwingt einfach schnell, schnell. Das geht auch. Wird der Schwung dann größer sein oder kleiner? Der wird kleiner, weil ich keine Zeit habe, mich zu drehen. So, das ist auch eine ganz... Das ist eine ganz schöne Sache, weil es gleichmäßig war. Ich darf beim Abschwingen nicht so dolle starten. Okay, das ist der zweite Punkt. Letzter Punkt. Und solange ich Golflehrer sein werde, werde ich diesen Punkt erzählen, weil der ist so schön und so umsetzbar. Man muss es aber erstmal tun. Die linke Ferse. Beim Ausholen geht die Ferse automatisch ein bisschen hoch. Oder es entsteht kein Druck am Ende des Rückschwunges. Das ist wunderbar. Weil dann haben wir eine Möglichkeit, die Ferse in den Boden zu drücken und dann passieren magische Dinge. Dann lasse ich die Arme senken, dann verlagere ich das Gewicht frühzeitig und dann drehe ich. Ihr müsst mir bitte sagen, wann meine Ferse runter in den Boden geht. Wann genau ist es? Ist es am Ende des Rückschwunges? Ist es Start des Abschwunges oder ist es noch früher? Ich mach's. So, bitte guck mal meinen linken Fuß an.
So, ich würde sagen, bis da kommt die Ferse hoch. Und von diesem Punkt komme ich schon mit der Ferse runter. Es ist sehr früh. 90% von Spielen starten den Abschwung erst da. Das ist zu spät. Oder es passiert gar nicht. Oder die bleiben da und die Ferse ist oben. So, ausholen, früh runter. Okay, es ist nicht, als ob wir jetzt 2 Stunden Zeit haben. Aber lass uns mal die 3 Dinge machen. 3 Stationen. Und ich werde euch sagen, wenn ihr wechseln solltet. Hat jemand eine Frage zu einer der Sachen? Nee? Die Zeit ist 7:07. Wir spielen um 12. Die Flight-Reihenfolge wisst ihr. Erste Flight bitte dort. Das ist Abschlag Nummer 1 vor dem Clubhaus. Aber erstmal arbeiten wir ein bisschen.